Neues Video, erster Violet und er hat einen A-Product gedroppt tatsächlich. Und ist aber definitiv ein Violet, den ich so nicht mehr machen werde. Der dauert nämlich einfach viel zu lange. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flash Universe Video. Giant Hunting auf Coral Island von Burodeng. Ja, Quests kann ich noch nicht abschließen. Die Tintenbeutel-Quest, die Quests mit dem anderen Ranger fange ich auch noch nicht an, weil ich wollte erst die Quest mit den Tintenbeuteln abschließen, bevor ich mit dem anderen Ranger anfange. Fragt nicht warum. Oh mein Gott, das war... Alter, das mit Dropskills hat beinahe nicht mehr funktioniert. Nee. Das war sehr knapp. Und ja, ist einfach so. Das heißt, heute einfach entspannt ein paar Coral Island Giants töten. Und vielleicht sehen wir heute den ersten Nicht-Setile-Drop eines Giants. Aber vermutlich wieder nur Drops von Violets. Frustrierend. Und der nächste Giant auch wieder recht knapp mit den Party-Skills. Gerade erst gesehen, dass sie nicht mehr laufen. Leider auch nichts. Ja, ich habe es dummerweise nochmal gemacht, dass ich nochmal einen Violet Crapper, beziehungsweise das ist glaube ich der erste Violet Crapper, den ich jemals herausgefordert habe. Ja, herausgefordert habe. Er hat glücklicherweise kein einziges Mal seinen Skill gemacht bisher. Ich hoffe, ich jinx es jetzt nicht dadurch, dass ich das sage. Das ist ja dieser One-Shot-Giant, der gefühlt unendlich viel Schaden machen kann. Zumindest für einen Damage-Dealer. Viel zu viel. Mit seinem Skill. Aber ich glaube auch irgendwie, dass der gerade so ein bisschen verbuggt ist, weil ihr seht, er läuft die ganze Zeit hin und her. Aber das ist eh so ein klassisches Problem mit den Positionen von den Gegnern in FLIF, beziehungsweise FLIF Universe. Das ist einfach nur ätzend. Gut, leider noch nichts aufgeploppt heute. Violets bringen Glück, also dieser bitte auch. Vom Violet haben wir auch die seltenere Kategorie der Drops, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, nicht gedroppt. Immer nur die X-Products leider. Und gelegentlich ein A-Product. Ein G-Product glaube ich auch schon. Normales S-Product hat man glaube ich noch nicht. Ist mir zumindest noch keins ins Auge gefallen. Giant. Nichts. Jetzt doch mal ein kleines bisschen längeres Segment. Übrigens, um die Frage zu beantworten, warum ich immer noch mit diesem, in Anführungszeichen, zweitklassigen Charakter gespannt die Giants töte, ist einfach, dass ich viele von meinen Equipment-Sachen nicht traden kann, weil sie leider Account-gebunden sind. Also ich kann sie nicht einfach so traden, ich bräuchte jedes Mal ein Common Bank. Also zum Beispiel mein Ringmaster-Equipment, mein gutes Ringmaster-Equipment ist leider Account-gebunden. Gut, Ranger passt eigentlich. Aber ja, viele Sachen kann ich nicht einfach so traden. Das ist etwas umständlicher, beziehungsweise halt Common Bank erforderlich. Und naja, Common Bank wächst nicht auf Bäumen, will ich jetzt auch nicht komplett verschwenden. Und mit Power-Ups kann man es ganz gut ausgleichen. Und ich scheue mich da jetzt auch nicht wirklich fett Power-Ups zu aktivieren, weil ich habe ja eh alle Charakter mindestens zweifach und so. Und ja, also kann ich ja die Power-Ups hier einfach dafür benutzen. Ist ja in Anführungszeichen auch was Sinnvolles. Man reinvestiert es ja sozusagen. Man wandelt die seelengebundenen Power-Ups in ungebundene, wenn man denn mal was droppt, Drops um. Und genau, das ist quasi so der Gedanke dahinter. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich hier absichtlich irgendwie mit schlechteren Chars farmen will aus irgendeinem Grund, sondern wirklich nur einerseits, weil ich die Charakter jetzt eh noch immer noch halbwegs aktiv spiele, um hier eben die Quests noch alle abzuschließen, wobei es jetzt halt wirklich nur die Tintenbeutel sammeln sind. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, einfach auch um die Power-Ups zu nutzen, weil wenn du so viele Charakter hast, dann ist es ja sinnlos, dass einer mit 300 Upcutstones rumläuft und ein anderer kriegt die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch, das macht ja keinen Sinn. Nächster Violet, vielleicht mit einer Prise Glück. Wenn nicht immer die Dropskills auslaufen würden. Also das Timing mit den Dropskills könnte wirklich schlechterlich sein. Die laufen immer aus, kurz bevor der Giant oder Violet stirbt. Oder wirklich so auf die letzte Sekunde oder so. Das ist echt bad. Ah. War gerade ein richtiges S-Product? Ne. RIP. Vielleicht liefert ja nur Giant Naga so schlechte Ergebnisse. Vielleicht hätte ich auf einem anderen Level bleiben sollen und da einen Giant hunten sollen. I don't know. Ja, mittlerweile ist es schon echt krass, so viele Giants. Also wir müssen jetzt schon eigentlich im 50er-Bereich sein. Kein Shining Ori, kein Ori. Das scheint mir doch etwas viel tatsächlich. Aber keine Ahnung. Einfach nur unlucky, I guess. Nächster Violet, jetzt wird es eigentlich mal wieder so ein bisschen Zeit für ein X-Product, würde ich sagen. Wir brauchen ein Pop-Up für Good Luck. Hatten wir überhaupt schon eins? Ja, eins hatten wir auf jeden Fall schon. Kein Pop-Up.
Und weiter geht's. Nächster Giant Naga. Vielleicht auch einer der letzten. Mal gucken. Wieder nicht gerade von Erfolg gekrönt, das Ganze. Also, dass wir einfach keine Orikalkom droppen können, ist schon geistesgestört. Weil gefühlt, so teuer wie die sind, sie sind zwar schon teuer, aber wenn sie wirklich so selten sind, dann müssten sie gefühlt noch viel teurer sein. Ja, aber hab ich so das Gefühl zumindest. Und das andere ist, der letzte Violet hat tatsächlich ein A-Projekt und ein S-Projekt gedroppt. Ich habe es aber erst im Nachhinein gesehen. Nice. Ich schwöre, immer wenn ich auf Aufnehme drücke und mal kurz woanders hingucke, machen die Giants immer sofort ihren Skill. Davor einfach komplette Totenstille. Aber immer dann, ne? Crazy. Ja, ich bin jetzt übergegangen zu den Kingstern. Die sind eigentlich auch relativ chillig. Passt vom Element her. Haben nicht so viel HP. Genau, ich glaube, das ist jetzt meine Second Choice. Der Violet Kingster passt perfekt vom Level her. Der Giant leider nicht so ganz, aber dafür gehen sie trotzdem verhältnismäßig schnell und sind halt auch direkt neben den Naga. Das ist jetzt meine Ausweichroute sozusagen. Old Reliable Violet Kingster. Wird er uns was geben? No. Könnte sonst ein A-Projekt lag, hab's nicht richtig gesehen, aber dafür sind wir ja nicht hier. Und direkt an derselben Stelle, anderer Channel, nochmal das Ganze. Ich will ein Pop-Up. Ohne Pop-Up fühlt sich das einfach falsch an, so viele Giants und Violets zu töten. Da war jetzt aber ziemlich sicher nichts dabei. Mann, Omeda. Erstmal bei dem niedrigsten Giant heute gestorben. 150er Giant Mary hat gerade meinen Ringmaster leider gekillt. Oh, jetzt hat er es gerade schon wieder probiert. Die Sau. Und gedroppt hat er dafür natürlich auch nichts. Allerdings ist er auch 6 Level unter mir. Den wollte ich jetzt kurz mitnehmen, weil er auf dem Weg liegt und relativ wenig AP hat, aber RIP. Ich dachte schon, die Konkurrenz ist erwacht, weil irgendwie habe ich nichts mehr gefunden. Ich war jetzt sogar kurz bei Aatrox, ausnahmsweise mal, da war ich noch nie. Was ja auch Schwachsinn ist, die sind ja viel zu niedrig für mich. Ich meine, selbst das Vieh ist 7 Level unter mir. Auch das lohnt sich eigentlich gar nicht so wirklich. Hat man gerade gesehen, der hat irgendwie nur 3 oder 4 Lowest Breaks gedroppt. Ja, aber das Schwierige ist halt dadurch, dass die Monster spannen ja doch. Ich meine, das ist halt so, bei den Doppelbedingungen, sprich Kingster und Crapper, ist es hammergeil. Da gibt es halt Giants wie Sand am Meer sozusagen vom Level her. Aber überall sonst ist es halt echt schwierig, weil du hast halt natürlich Giant und Violet, die jeweils nochmal 2 Level auseinander sind. Und dann hast du natürlich noch dein eigenes Character-Level, was ja auch eine Rolle spielt und eigentlich ja vor allem nach unten hin nicht groß abweichen darf. Und rein von den HP-Werten her ist es dann natürlich so, dass man lieber zu den niedrigeren Giants geht, weil sie schneller tot sind. Also wenn man schon die Auswahl hat, dass du mehr oder weniger, in Anführungszeichen, alle Giants killen kannst, dann willst du ja eigentlich eher die niedrigeren töten. Aber halt auch nicht zu niedrig, weil sonst ist die Droprate so schlecht. Also es ist ein bisschen so ein Zwiespalt, der nicht so nice ist, muss ich auf jeden Fall sagen. Der ist wirklich nicht schön. So, dann haben wir ihn hier auch am Ende. Also wir haben auch kein einziges Pop-Up mehr bekommen, ne? Seit ich das gesagt habe, den Pop-Up, das ich bei uns haben will. Belasto. Das ist kein Ballisto, sondern Belasto. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt kommt nicht ob er so ein räudiges Setteil, ne? So ein wertloses. Gar nichts mehr kommt einfach. Neuer riesiger Kingster. Haben wir hier vielleicht endlich Glück? Dropskills laufen auf jeden Fall. Natürlich nicht. Ja, die Partypunkte sind gleich leer. Oh, ich hätte jetzt so oder so direkt gleich aufgehört. Ich glaube, die Frühschicht beginnt gleich. Höchste Zeit, hier zusammenzupacken. Ja, letzter riesiger Kingster wahrscheinlich. Unfassbar. Knapp verpasst, aber der Drop war sowieso nicht vorhanden. Der letzte Violet für heute, dann ist Schluss und ja. Ich meine, wir haben jedes Product, glaube ich, einmal gedroppt. Also G-Product habe ich jetzt nicht direkt gesehen, aber ich vermute mal, es war eins dabei oder selbst wenn nicht, naja, dann haben wir halt alle anderen gedroppt. Aber alles in allem fast die schlechteste Runde bisher, muss ich zugeben. Also gar nicht mal so geil, ja. Gar nicht mal so geil. Muss ich schon mal gestehen. Party ist jetzt eh leer, wie gesagt.
Auf jeden Fall Feierabend. Komm schon, gib uns noch ein Pop-Up. Ne, kriegen kein Pop-Up mehr. Und da war auch, glaube ich, kein Product mehr dabei. Ja, schade. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Giant-Runde das jetzt insgesamt schon war. Die fünfte? War mit Abstand die schlechteste. Und wir haben immer noch kein Orichalcum oder Shiny Orichalcum gedroppt. Also ich neige langsam schon zu sagen, dass ich da irgendwie Pech habe, weil ja, so selten sollte das meines Wissens nach eigentlich nicht sein. Aber naja. Egal, vielleicht läuft es beim nächsten Mal wieder besser. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flyve Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.